Der ging mir voll auf die Eier damit die ganze Zeit. Ich habe schon Kopfschmerzen gekriegt von dem Geschwätz. Ja, du kannst sowas generell nicht ab. Du kriegst das immer. Ja, weißt du, da, ich war schon auf 2000 mit so einem Typen den ganzen Tag in der Küche eingeladen. Hallo Freunde des gepflegten Podcastes. Genau. Ja. Heute ist schon die 6. Folge. Genau, Nummer 6. Von die 12 von der Fritten Ranch. Genau. Und heute habe ich mal eine besondere Frage an dich. Ja. Und zwar, wer ist deiner Meinung nach der erfolgreichste Pornodarsteller in Deutschland? Boah, das ist schwierig. Erfolgreich ist, glaube ich, wessen Videos am meisten geklaut werden. Man darf nicht nach, deswegen treffen wir uns heute hier zu diesem Podcast, weil es geht um dieses Buch hier. Das ist nämlich Mein Leben als erfolgreichster deutscher Pornodarsteller. Der junge Mann nennt sich Pornfighter Long John. Long John. So, drauf geschissen, jetzt erstmal, also nicht auf Long John, sondern... Jetzt geht's los, genau. Jetzt kommt eine Fetische. Ihr merkt, dass das nicht so mein Freund ist, aber drauf geschissen. Ja, so. Der erfolgreichste, also jetzt wirklich ohne Quatsch, meiner Meinung nach, ist ein junger Mann, oder was heißt jung, genau mein Alter, der nennt sich Steve Holmes und hat früher in Deutschland gedreht, natürlich jetzt nur in Amerika. Aber dreht er auch immer noch? Oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also bis vor kurzem auf jeden Fall hat er noch Filme gemacht und natürlich auch hier schon vom Leben gezeichnet wie ich, aber ein gutes Teil. Und da ich sehr oft früher mit ihm zusammengearbeitet habe und... Wann hast du welche Zeit? Über 10 Jahre lang so. Aber wenn ich so Anfang 2000... Man hat sich ja dann bei den Dreh mal gesehen oder in Tschechien oder in ich weiß gar nicht, in Rumänien war er auch mit oder so oder in Spanien, so die Anfangszeit. Da gibt auch noch eine extra Geschichte zu erzählen. Und der hatte halt ein langes Teil für den Deutschen, also jenseits von mir. Das ist für den Deutschen nicht normal. Nee, das ist für den Deutschen nicht normal. Okay. Ist halt einfach der perfekte Darsteller, weil der alles konnte, auch schauspielerisch und so. Mhm. Und auch als Mensch sehr tutti gewesen. Und ich wirklich, also ich bin der festen Überzeugung, ich rede jetzt nicht von mir. Mich lassen Sie mal aus dieser erfolgreichen Geschichte komplett weg. Ich bin halt anders. Und solange dieser Steve Holmes noch dreht, darf sich kein anderer Deutscher irgendwie bester deutscher Darsteller, so, das ist schon eine Dreistigkeit, Jungs, ja. Ich meine alle, mit bei der Venus einen Pokal hochzuhalten, ich bin Deutschlands bester Darsteller, ich wurde ausgezeichnet. Solange dieser Mann noch dreht, seid ihr alle scheiße. Ja, aber wie gesagt, das ist ehrlich. Scheiße, aber ich finde halt immer allgemein ist das so, das hatte ich ja auch letztes Mal schon, dieses sich selber als Bester zu bezeichnen oder als Legende oder sonst irgendwas. Ich sage immer, wenn andere das machen, dann ist das eine große Auszeichnung und dann ist das schön und kann man sich auf die Schulter klopfen. Ja. Aber sich selber so zu nennen, finde ich halt irgendwie... Nee, die Nummer ist halt auch so, ein Produzent will jetzt eine Rolle besetzen oder hat irgendwelche Drehbücher im Kopf mit jungen Männern und Immobilienmakler und so. Und der würde mich nie anrufen, ne? Mich. Weil ich halt nur einen gewissen Typ spielen kann. Ja. Chauffeur, Maurermeister, Türsteher oder eben Tauruck-Penner oder was Chauffeur da. Würde ich schon gerne sagen. Oder der ich glaube, meine Paraderolle ist der miese, schleimige, eklige, alte Nachbar. Ja, oder Onkel. Onkel, genau. Ja. So, oder Stief. Nee, das kann ich in Perfektion. Ja. Nein. Ja. Aber ja, und der würde, und wiederum, wenn er so einen schmierigen Nachbarn haben will, dann nimmt er nicht so einen gut aussehenden Penthouse-Typen. Nee. Der passt dann wieder nicht rein. Und deswegen ist für jeden jener Rolle was zu holen. Oder ich sag's mal so, das ist ein Kuchen und jeder kann sich da ein Stück von abschneiden. Genau, wie bei Frauen ja auch. Es gibt, jeder Typ ist irgendwo gefragt und deswegen ist es blöd, sich da irgendwie zu bekämpfen oder keine Ahnung. Man hat auch nicht, da kommen wir noch in den ganzen Podcast drauf zu sprechen, über Feindschaften, gegenseitige Aversion oder wie man sich gegenseitig Eier legt oder den aus versucht aus dem Geschäft zu drängen. Das hat es ja alles gegeben und gibt es auch heute noch. Auch leider immer. Da ich auch viele so kenne, so auch die im Internet unterwegs sind, ich bin jetzt grundsätzlich auf niemanden eifersüchtig, sag mal, voller Zahlen oder was es da nicht alles gibt oder so. Weil ich weiß, man sieht an meinen Tränensäcken, wie hart das ist,
dass man da vor dem PC sitzen muss. Ich kenne halt Leute, die, die laden da hoch, die machen dort und jenes und das ist ein Fulltime-Job. Über Wasser halten, genau, und ne? Versuchen, dass man auch immer wieder Erfolge hat. Oder es kann halt wirklich sein, man kann mal, weiß nicht, für ein paar Monate mega Erfolg haben, das kennen wir alle, und dann denkt man, oh wow, und dann bricht es komplett ein und man hat auf einmal gar keinen mehr und das Geld stimmt nicht mehr. Also es ist immer irgendwie ein gewisser Kampf. Natürlich gibt es Jobs, die sind schwieriger, keine Frage. Ja. Aber trotzdem ist es auch irgendwie ein Kampf. So einfach ist es nicht. Nein, und das, wenn einer da Erfolg hat, weil ich bin ja jetzt, ich sag's jetzt mal so, bei mir ist ja so, ich mache ja diese Ruhrpott-Assi-Schiene. Ja. Das ist ja auch schwer zu kopieren für andere. Ne? So drückt es mal. Man halt ist so oder man richtig, ist nicht so. Genau, das kann man auch so. Und, aber jetzt andere fahren dann die andere Schiene. Ich, wie gesagt, ich möchte ungern Namen nennen, jetzt so noch von Mitbewerbern oder außer von Long Jong Pornfighter. So, nein, aber ich weiß, wie schwer das ist und deswegen bin ich da nie neidisch drauf, sondern ich klopfe diesen Leuten auch auf die Schulter und sag, Alter, alle Achtung. Ja, das finde ich auch, und, wer mich jetzt so kennt, wenn man sich mal rumhört oder so, ist das auch so. Das ist kein Scheiß aus Parole oder so. Ne? Ich drücke jedem die Daumen, dass das flutscht, weil ich muss mir jetzt so, mir nimmt ja keiner was weg. So konkurrenzmäßig oder genau. So. Genau, ne? wie eben schon gesagt hast, genau, jeder hat seine Rolle und da kann jeder auch aufblühen oder wie auch immer, aber es so ist doch Quatsch, sich da gegenseitig auszuspielen, weil am Ende schadet man sich mit sowas dann auch selber. Ne? Ja, ich kann auch, wie gesagt, andere Podcasts, wir sind ja heute über den, das habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, das war ganz ein Schnapper, war das irgendwie ist ja egal, bei eBay, glaube ich, oder so, okay. Für ein Apfel und ein Ei. Das heißt also, hier 23,5 Zentimeter harte Arbeit, mein Leben als erfolgreichster deutscher Pornodarsteller. Pornfighter Long John. So, ne? Ja, jetzt ist es. Ich sag's mal so. Jetzt stellt euch mal vor, man sollte ja auch als Deutscher international denken. Jetzt kommt dieser junge Mann, der erfolgreichste Deutsche, kommt jetzt nach L.E. Da sitzen 7 hünenhafte amerikanische Darsteller jeglicher Hautfarbe mit solchen Keulen, mit solchen Teilen, gut aussehend, Penthouse-mäßig. Ne? Und dann kommt so ein dürrer Deutscher reingehinkt und dann fragen die, hey man, alles ist okay und so. Ne? Wer bist du denn? Ich bin Pornfighter Long John. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich 7 amerikanische Darsteller stundenlang vor Lachen auf die Schenkel hauen über diesen Namen. Hört sich gehässig an, aber weißt du, so, wenn dann so ein Deutscher reinkommt, die mögen uns ja eh nicht so als Darsteller, ne? Außer natürlich hier über den Steve Holmes und noch 2-3 andere Frauen, die es da geschafft haben, aber sind die von uns Deutschen, die Amis, nicht so begeistert, ne? Andere Liga halt. Ja, sagen Sie jetzt einmal bei mir als Beispiel. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen erfolgreich oder so. Aber wenn du dann im Vergleich meine Optik und dann die Ami-Typen, was ja, dafür... Viel schöner. Ja, genau. Ja, nein, aber wenn die so siehst, niemals mit dir mithalten. Das sind andere Ligen. Oder wir sagen früher, guck mal zum Beispiel, wenn du sagst hier, jede Stadt hat eine Videothek, wie viel, um DVDs zu verkaufen, wie viel Städte hat Amerika und wie ist der Markt da? Das ist ja ganz anders wie in Deutschland. Ja. Und die nehmen uns halt als die nehmen uns so pornotechnisch, nehmen die uns halt nicht ernst. Die machen da ja teilweise fast Hollywood-reife Dinge, natürlich, ne? Was bei uns natürlich. Ob man die Filme gut findet oder nicht, da können wir uns auch noch auslassen. Ne? Was die Amis machen oder ob man die Frauen da, diese Silikon und aufgespritzten Lippen in Perfektion, diese Milfs, ob man da noch drauf kann oder ob das ein so ein Ding ist, je nach Ansicht. Da ist ja auch eigentlich Typen wieder vielfältiger geworden, das überall. Das ist auch wieder ein anderes Thema wie früher, aber das ist auch ein gutes Thema, was man nochmal beschreiben kann, wie war es früher, wie sahen da die Frauen prozentual aus, wie es heute ist, das können wir auch nochmal machen, aber das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt 23 harte Zentimeter, 23,5, nicht, dass er sauer wird. So, ich habe es durchgelesen. Also, wie ist deine Meinung grundsätzlich? Was würdest du jetzt als... Ich würde sagen, hanebüchene Heldengeschichten. Ne? Also jetzt hier, ich lese hinten mal. Im Alter von 20 Jahren stand Michael Zülke, so sein O-Name, zum ersten Mal bei einem Porno-Dreh vor der Kamera. Seine enorme Potenz, aber auch seine eindrucksvollen 23,5 cm machten ihn in der Branche und darüber hinaus bekannt. So Leute, kurz nachdenken, wer kennt ihn? Ist eine seriöse Frage. Wenn jetzt zum Beispiel unten
95% schreiben, ja, ist ja klar, Long Bomb Fighter kennt man. Dann sage ich, sorry, Alter, ich habe was falsch gemacht. Ist wie genau darüber hinaus bekannt. Bis heute hat er als Darsteller und Produzent an über 2300 Filmen mitgewirkt und wurde dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In seiner Autobiografie gewährte Michael Züke tiefe Einblicke in das deutsche Erotikgewerbe und berichtet von seinen verrücktesten, schlimmsten und heißesten Erlebnissen auf dem Filmset. Und nach Drehschluss vergnügt sich der Pornodarsteller am liebsten mit Sex als Gigolo, auf Gangbangs, in Swingerclubs und ganz privat im eigenen Bett. Und dann, das Leben als Pornostar hat nicht nur Höhepunkte und davon berichtet. So, jetzt guckt euch den an. Gigolo. Oh, ich bin der Arsch, ne? Das ist ein richtiger Arsch, Junge. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Millionärsgattin wäre und mein Mann wäre in der Flasche im Bett und ich würde mir einen Gigolo buchen. Ich bin kein Freund von ihm, aber er tut mir fast leid. Nein, so, die wollen auch, die mögen mich doch auch ein bisschen, weil ich ehrlich bin. Also das Buch jetzt, da ich ihn ja kenne und persönlich auch mit ihm gearbeitet habe, wie gesagt, ich bin da nicht so ein Freund von ihm. Jedenfalls, das Buch ist eigentlich nur über Heldentaten. Hier steht auch eine Seite, seine ganzen Rekorde. Ach hier, meine Leistungen und Rekorde. Leute, ihr müsst euch zuhören, ne? 18 Mal Sex mit Orgasmus innerhalb von 48 Stunden. Wie ist denn das? Naja, was sind 48? Zwei Tage, ne? Ja. 18 Mal, ja. Längster Dreh einer X-Szene 22 Stunden. Okay, dann ist aber die Frage, wie viel davon Pausen waren und so. Ja. War das denn durchgängig oder? 54 Tage hintereinander gedreht. Ja, jetzt an einem Drehtag 4 Kilogramm verloren. Ja, ich meine, ich muss mal Bilder suchen. Da gibt es keine 4 Kilo zu verlieren. Der war schon immer ein bisschen mager. Naja, gut. Und solche Sachen. Also hier, beste Erotik-Darsteller. Zweimal erbrach sich eine Frau beim zu tiefen Blasen. Ja. Das ist ja voll der Rekord, Junge. Und hier. Was ist das denn? 10-mal musste ein Dreh unterbrochen werden, weil die Darstellerin beim Blasen einen Zahn verloren hat. Nein. Ja, das sind seine Rekorde. Das 150, ist ein Rekord. 150 Mal hat er als Abspritzdubel eingesprungen. So, jetzt guck mal, daran sieht man ja schon. Das ist ja, wenn jetzt einer macht eine Szene. Macht eine Szene und er kriegt keinen Kampfstand zustande. Und dann kommt er 150 Mal und hat das und dubelt das. Und jetzt kommen wir ja wieder zu diesen 23 Zentimeter. Wie viele Darsteller gibt es, die er dubeln kann mit seinen 23 Zentimetern, wenn er so viel hat? Ne? Ja, weißt du, so, das fällt ja dann auf, wenn die ganze Zeit so ein Ding da arbeitet und auf einmal kommen dann 23 Zentimeter. Genau, ne? So, und so geht das halt hanebüchen weiter. Es ist wirklich Sex mit rund 4500 Frauen. Wisstest du, wie viel du hast? Ja, das geht auch schon vierstellig, ja. Aber wie gesagt, weiß ich jetzt echt nicht. Ja, aber ich glaube jetzt... Das ist auch, wenn Leute mich fragen, so, wo ist dein Bodycount? Als ob ich das... Also mein Privater, den weiß ich, weil der gar nicht mehr so ist, aber mein Dreh... Keine Ahnung, was weiß ich, wie hoch mein Dreh... Jetzt muss man auch sagen, er hat ja jetzt hier geschrieben, 4500 verschiedene Frauen. Und das ist, ich glaube, dass, wenn man das überlegt, nur mal, wir müssen das jetzt nur mal so überlegen, wir reden jetzt einfach mal, du drehst jeden Tag eine Szene, eine Frau. Ne? Ja. 365 Tage lang, da muss der ja bei 4500 Frauen 11 Jahre lang jeden Tag eine Frau gedreht haben. Oder an einem Tag mit... An einem Tag 10 und dann mal 10 Tage nicht. Ne? Ja. Also Leute, ihr merkt das schon, irgendwas kann da nicht so stimmen. Und wir reden ja jetzt von 365 Tagen, der muss ja Weihnachten, Nikolaus, Ostern auch gnadenlos gedreht haben. Oder halt dann, also geht das jetzt nur um die Drehs oder allgemein? Nee, mit 4500 Drehpartner. Achso, weil sonst hätte ich gesagt, denn danach noch privat und so und bla, ne? Ja, aber trotzdem, das ist ja schon trotzdem, ich versuche das bloß gerade. Ich versuche das bei mir gerade mal zu rekapitulieren. Also bei mir ist das natürlich auch über die Jahre, ich bin ja viel länger wie dieser junge Mann da am Start, ist das auch vierstellig, aber ich, vor allen Dingen, ich finde es jetzt auch blöd, eine Strichliste zu führen. Ja, ich finde das auch komisch. Und verschiedene Bandat. Wenn ich sage, wir wollen jetzt mal fiktiv sagen, 1000 bei mir. Könnten auch mehr sein. Aber da sind ja auch viele, mit denen ich 18 gedreht habe. Ja, ja, weißt du, wie ich meine? Es geht ja um verschiedene. Ja, genau. Ne? Und es geht ja 4500. Ja, ne? ja. Ja, gut. Lassen wir das mal, da kann sich immer jeder selbst machen. Ich will halt über das Buch reden. Ne? Ja. Ansonsten ist das Buch
Ja, so Gigolo-Sachen, seine Geschlechtskrankheiten, er hat halt alles geschrieben. Das einzige Doping hat er ein bisschen vergessen. Ne? Sage ich jetzt auch nichts zu. Seine zwischenmenschlichen Geschichten, so die, wo er sich im Dreh dann verliebt hat oder wo er mit zusammengeblieben ist oder was. Das Einzige, was ich ihn jetzt wirklich authentisch hier abnehme, er hatte halt private Probleme mit, ich habe das mit der Frau, das habe ich überflogen mit irgendeiner Frau, aber dann halt mit dem Kind. Die wollte dann natürlich nicht den Umgang mit ihm verbieten, weil er Pornos gemacht hat. Das finde ich dann, ja, so, das ist auch eine miese Abteilung, weil ein Pornodarsteller muss nicht ein schlechter Vater sein oder eine Darstellerin, eine schlechtere Mutter, wie ein Maurermeister oder so. Ne? Also das beschreibt er hier ausführlich und da merkt man auch, dass ihn das wehgetan hat. Ja, und da bin ich ganz bei ihm. So, und dann war ich natürlich an vielen Szenen bei mit ihm. Er ist mir immer auf den Sack gegangen. Also ich erzähle nur mal eine Geschichte. Ich erzähle erstmal, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Das liest du gleich mal vor, das habe ich hier angekreuzt. Und ich sage dann, wie es hier im Buch steht. Und ich sage, wie es wirklich war. Ne? So, und dann hat man sich halt die erste Szene, das regeln wir gleich. Mhm. Aber nur die kleine Anekdote, wir waren dann in Pilsen drehen eine Woche und der ging mir so am Sack. So in den Drehpausen und er ist der Held und ach nee, so wie das Buch halt ist. Ne? Aber jetzt ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht eine Egon Kowalski-Aversion, der ist jeden auf Eier gegangen. Der erfolgreichste deutsche Darsteller. Ne? Also jeder Darsteller, ich kenne eigentlich keinen, der dann sagt, der Typ ist in Ordnung. Ehrlich. Ich habe jetzt auch nicht so viel über ihn geredet, deswegen weiß ich das jetzt gar nicht. Also wie gesagt, ich habe halt nichts gegen ihn. Ich fand ihn jetzt nie super sympathisch, er mich ja wie gesagt auch nicht. Aber ich habe jetzt auch nichts gegen ihn oder so. Es ist, er existiert. Ja, nein, also es gibt andere Leute, die hasse ich ihn jetzt nicht. Nee. Aber es ist, wie gesagt, keiner, wo ich jetzt sagen würde, boah, mit dem hätte ich jetzt richtig Bock, meine Zeit zu verbringen. Nee, ja, und das als Mann, ihr müsst das ja so sehen, man dreht ja den ganzen Tag. Sagen wir jetzt so bei in Tschechien, wo wir dann halt waren, dann kamen dann 4, 5 Frauen, dann waren dann 4, 5, 6 deutsche Darsteller, alles, was so halbwegs was konnte. Er auch komischerweise. Aber ist er der Erfolgreichste. Er war da mit dabei. Ja. Und dann ist man ja den ganzen Tag zusammen, so Mittagessen, Abendessen, dann im Hotel und so. Und wenn man einen dann nicht ab kann, wenn ein Schwätzer die ganze Zeit penetriert und einen auf den Sack geht, weißt du? Wenn man so seine Ruhe haben will und jemand geht einen die ganze Zeit auf den Sack und man kann sich dem nicht entziehen, weil die Person immer dann um einen rum und ist. So, und jetzt kommen wir zu den auf den Sack gehen. Jedenfalls waren wir dann, das war im Sommer, waren wir draußen vor dem Hotel, so am noch, wir haben auch ein paar Biere immer da getrunken in Tschechien und die Knödel und so, richtig geil und die Haxen und so in Pilsen sowieso. Ja, und da waren wir dann halt so am Machen und dann war dann eine, also da waren ja auch die Darstellerinnen und da war eine sehr hübsche tschechische Dolmetscherin das war eine Agentur, der die Models gebracht hat und die Produktion, Kameramann, Produzent, Tonmann und so weiter und die Darsteller und das war dann eine große Gruppe und die Dolmetscherin und er, dieser Pornfighter, nervte immer, du merkst es, wie die Dolmetscherin die Augen verdrehte, weil das war ja jetzt von den Tschechen auch die Einzige, die richtig Deutsch konnte, der kann ja gar nicht Sprachen, der Typ, ne? Außer Deutsch, ne? So, und dann war er die immer am Belegen und dann, ich saß ja dann so mit meinem Bierchen. Oh, wenn man solche Szenen miterlebt und man hat so Fremdscham. Genau, ne? Das ist so schön. So, weißt du, ich hatte Angst, dass die Dolmetscher denken, wir Deutschen wären alle so behindert, weißt du, wie der, ne? So behämmert, ne? So, naja, ist ja egal, er nervte die und ich dann hier in Tschechien gibt es ein Hammerzeug, das ist so ähnlich wie Jägermeister, das heißt Becherowka, das ist auch so ein Kräuter, da fliegt dir echt die Schädeldecke weg, wenn du da mehr trinkst und ja, Bier, Becherowka und so. Und dann sah ich immer, wie er sie abnervt oder so. Ne? Und dann war er irgendwie mal auf Toilette oder kurz weg. Ich sag, habe ich der Tschechin halt gesagt, ich sag, geht der Typ dir auf Eier oder so? Ne? Ja. Sagt sie, ja. Ich sag, pass auf, wir machen jetzt ja mal einen richtigen Joke. Ja, ich sag, hast du Bock drauf? Und er erzählte ja, Leute, ihr müsst euch vorstellen, du hast dann so einen Typen und erzählt der Dolmetscherin so, wir zwei sind die Sterne im Universum und so. Weißt du, so die Nummer machte er, ne? Und ich sag gleich, wollen wir ficken und dann kommst du mit. So zu der Dolmetscherin. Yeah, die war für so einen Spaß zu haben. Ne? Und ich sag, und dann kommst du mit. Ich sag, können wir auf meinem Zimmer halt noch ein Bier trinken. Hauptsache, wir haben den Typen verarscht. Ne? So, und er erzählte wieder ein so, Rhabarber, Rhabarber, mit Händen und Füßen. Und ich sag,
Züger ist der ja. Ne? Ich sage, Züger, warte mal eine Sekunde. Ich frage die mal was. Ne? Ich sage immer, Prinzessin, wollen wir mal hochgehen, aufs Zimmer ficken? Und die, ja, weißt du so. Und er, und ich sage, ja, dann Abmarsch. Ne? Dann, und er saß da. Und er saß da. Ich habe mir doch solche Mühe. Ja, genau. Ne? Und er wollte am Auftropfen. Ja, jedenfalls, das, die Anekdote geht ja noch weiter. Ne? Und dann bin ich mit der aufs Hotelzimmer, hatten wir ja Minibar. Ich sage, komm, jetzt brauchen wir eine halbe Stunde, dass der Trottel da unten denkt, wir hätten nichts gefüllt. Ja, muss ja auch was ist. Ja, genau. Ne? Ich sage, trinken wir hier ein Bierchen und dann sitzen wir so mit dem Bier und dann sagt die auf einmal so zu mir, ja, aber eigentlich könnten wir ja auch ficken, wenn wir schon hier oben sind. Und die war wirklich Hammer. Ne? Ja. Ich sage, ja, ich bin der Letzte, der jetzt nicht sträumen würde. Ne? So, ne? Ja, das war, ja, und da kamen wir dann natürlich beide länger wie eine halbe Stunde, sie mit roter Birne, kam er dann wieder runter und dann war er bedient. Dann hat er erstmal nichts mehr gesagt dazu der Nummer. Ich muss aber auch dazu sagen, jetzt zu seiner Entschuldigung, die so als Darsteller, wenn man so im Ausland ist oder so generell, du kriegst ja die ganzen hübschen Darstellerinnen so, ne? Die kommen ja dann in Sechsergruppen und aber man ist immer, die kriegt man ja eh. Aber man ist immer, und da sind ja wirklich sauhübsche Frauen dabei, aber man ist immer als Mann so, was man nicht haben kann, man balzt dann an der Bedienung, an der Rezeptionistin im Hotel oder aber so. Ich da bagger aber ich glaube, das ist nicht so Männer, ich kenne das ja auch so, was du nicht hast, das ist interessant. Ja, genau. Ne? Und ja, er war halt an der Dolmetscher drin, weil die hatte mit dem Film nichts zu tun. An der Dolmetscher drin? Nee, dran. Dran. Ja, genau. Drin war er leider ja, nicht. Ja, und er hatte die halt drauf, weil die war halt nur da. Weißt du, das ist ja auch interessant zu sehen, weil die hatte mit diesem ganzen Business nichts zu tun. Mhm. Sie hatte halt nur, sie konnte halt nur Deutsch und Tschechisch. Weißt du, so. Und man sah ja auch manchmal, wenn die dann, weißt du, wenn man so vom Set kam, hatte gerade abgelöffelt, ne? Und dann kam man mit einem dezenten Halbsteifen an ihr vom Gesicht vorbeigelaufen. Dann merkte man schon die rote Birne oder so, ne? Dass sie das so fremdschämmäßig ja, war. Wenn ne? man das nicht kennt, ja, ja. Und aber da war man halt gierig drauf. Ich verstehe den, den Pornfighter ich kann dann. Ehrlich gesagt auch verstehen. Genau, ich verstehe den. So, und jetzt erzählen wir jetzt, also wie gesagt, es sind viele Sachen, die ein bisschen unglaubwürdig sind oder wo ich halt nicht bei war, so Arbeit als Gigolo und seine Rekorde halt. Warte, wo war er denn Seite 80 hier? Das ist mir aufgefallen, weil, das liest du mal kurz vor und ich schilder dann, wie es wirklich war. Damit die Leute hier sich den Podcast, also hier 80, hier das, hier die also Nummer. Komplett. Ja genau, ich habe keine Lust zu. Tschüss Alter, erklärte ich unverblümt, während ich nach draußen ging. Fick deine Oma mal selber. Später erfuhr ich, dass Lukas den Dreh nach meinem Weggang abblasen musste, weil er keinen Dummen fand, der für mich einspringen wollte. Die meisten Darsteller kannten Lukas' krumme Touren nämlich schon längst. Ich für meinen Teil musste leider noch etwas Lehrgeld zahlen. Ein paar Monate später rief Lukas mich erneut an. Diesmal schwärmte er von drei geilen Szenen, die ich mit vielen schönen Girls drehen durfte. Pünktlich, wie ich bin, machte ich mich bei Zeiten auf den Weg, um gegen 10 Uhr in Berlin zu sein. Am Set empfing man mich mit den Worten, deine erste Szene ist um 21 Uhr. Nicht wirklich, oder? Entsetzte ich mich. Lukas zuckte mit den Achseln. Da saß ich also den ganzen Tag in einer kalten, stinkenden Küche und starrte Löcher in die Luft. Damals war ich noch nicht erfahren genug, um auf eine solche Situation entsprechend zu reagieren. Doch es kam noch schlimmer. Irgendwann im Verlauf des Tages steckte Lukas seinen Kopf zur Tür herein. Ach so, meinte er, bevor ich es vergesse. Du bist nur noch für eine Szene vorgesehen. Eine? Wiederholte ich. Ja, bestätigte er und setzte ein breites Grinsen auf. Aber hey, du drehst mit Deutschlands größten männlichen Pornostar und einem ganz neuen Teenie. Ist das nichts? Offenbar glaubte er, mir die ganze Sache auf diese Weise schmackhaft machen zu können. Wie sich später herausstellte, war das neue Teenie Tyra Missou, die damals noch unter einem anderen Namen drehte. Jawohl, richtig gelesen. Ich war der Erste, der Tyra Missou vor laufender Kamera f***en durfte. Aber dies machte die Angelegenheit auch nicht viel besser. Denn kurz bevor meine Szene begann, nahm mich der kleine Auftragsproduzent aus Polen, der nach Berlin gekommen war, um ein ganz, ganz großer zu werden, beiseite. Du wirst dir gleich ein unglaublich hübsches Teenie können, sagte er. Und weil das so ist, erhältst du heute wieder eine Gage, weder eine Gage noch die Fahrtkosten von mir. Was bist du doch für ein A-Loch. Natürlich hätte ich meine Sachen packen und gehen können. Aber wer Tyra Missou kennt, weiß, warum ich blieb. Außerdem war der Tag sowieso schon ruiniert. Da wollte ich ihn wenigstens mit einem geilen F beenden. Und zwar auf meine Weise.
Ich befolgte keine von Lukas Anweisungen, achtete nicht auf die Kamera und machte eigentlich nur das, was ich wollte. Es wurde ein schöner, privater F-Punkt für Tyra und mich. Geil. Als ich merkte, dass sie soweit war, ließ auch ich mich gehen. Allerdings ohne den Kameramann Bescheid zu geben. Ich spritzte einfach in sie ab. Lukas schrie wie verrückt und wollte mich rausschmeißen. Dumm nur, dass es dazu schon zu spät und ich längst gekommen war. Außerdem war es die letzte Szene für diesen Tag. Lukas wurde so wütend, dass er zuletzt wie Rumpelstilzchen über Set tobte. Ein Anblick, bei dem ich mich köstlich amüsierte. Ein derart unprofessionelles Verhalten habe ich mir danach kein weiteres Mal erlaubt. Ja, so. Jetzt schildere ich euch oder so. Ja. Also man muss jetzt, ich sage jetzt auch die ganzen Zusammenhänge. Ne? Das ist auch wieder eine längere Geschichte. Ich war, dieser Lukas, heißt übrigens Mike, ist kein Pole, ist ein Kroate. Ja, aber glaube ich wahrscheinlich sonst auch Lukas oder so aus. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, also das ist, ich weiß nicht, dass der Mike sich jetzt auf Füße getreten fühlt. Es kann auch ein Serber oder ein Montenegriner oder was sein. Also jedenfalls, ich meine Kroate, jedenfalls aus der ehemaligen Jugoslawien. Und der war nicht extra nach Berlin gekommen, der hatte sein Filmstudio in Berlin. So, und jetzt, ich gehe über die Venusmesse. An das Jahr kann ich mich nicht mehr erinnern. Und da war ein Stand mit diesem Mike. Ich weiß nicht, warte, kann ich, warte, oder? Secret Kamera hieß diese Filmproduktion. Was, Secret? Secret Kamera. Ach, Secret. Ich habe Secret Kamera. Ja, so, ja, mein Secret Englisch halt. Ne? So, jedenfalls, und dann hatte der so richtige Sahne. Frauen, so eben aus der ehemaligen, also Ost-Berlin halt, ne? Sahneteilchen, so mit karierte hier Schulmädchenuniform, ja, und so, also richtige Hammer-Tanten. Ne? Ja. Und dann gehe ich da an dem Stand vorbei, gucke so rum und sagte, ey, du bist ja hier Kowalski. Ich sage, ja, du drehst doch immer für, kann ich ja jetzt auch sagen, für Firma Buaka. Ich sage, ja, sagt er, ich mache jetzt Geschäfte mit denen, der macht ein paar Filme. Ich mache ein paar Filme für Buaka jetzt. Mhm. Ne? Ich sage, ja, ich sage hier deine Frauen, ich sage, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ne? Ja. So, und dann, wie der Teufel so will, abends dann essen gegangen und dann ruft mich der Chef vom Buaka an. So, wie, der war nicht auf der Messe. Wie läuft es denn so? Und so, ja, also es war, wie gesagt, ein sehr guter Freund. Ich sage, ich habe da hier so einen Typen kennengelernt, Mike. Ich sag, der hat gute Hühner da am Start. Ne? Mhm. So. Ja, sagt er, der will mir ein paar Filme verkaufen und produziert. Sagt er, der hat auch Bilder von den Frauen geschickt, nehme ich. Ne? So, und dann sagt er, jetzt hätte ich das aber gern, dass du die Filme begleitest, also als Darsteller, und den Mike dann unter die, nicht, dass man nicht dem Mike getraut hätte, sondern dass der Mike die Filme so dreht, dass sie im Buaka-Stil werden. So drücke ich das mal aus. Ne? So. Ja, ich wieder zurück am Messestand. Und er hat mir dann auch gesagt, geh mit der Gage runter, dass der Mike sich das auch leisten kann und so. Ja. Ich sage, alles klar. Ja, dann Mike hier, ich bin dein Mann. Ich habe mit dem Chef gesprochen, sagt er, ja, passt alles. Ich sage dir Bescheid. Und das ging dann auch, hat ganz schnell einen Monat gedauert. Und dann bin ich halt nach Berlin. Und das war dieser Dreh mit diesem Porn-John. Ne? Ja, ich verwechsel das immer. Ich sage immer Long Dong. Pornfighter, also Pornfighter Long John. Ja. So, der war dann auch da. Da habe ich den zum ersten Mal gesehen. Und dann jedenfalls haben die, es war natürlich so typisch, der Mike, der war ja neu in dem Geschäft, der war da ein bisschen überfordert mit den Verträgen. Dann hatte der nur so eine übliche Berliner Wohnung als Location und dachte, er könnte jetzt den ganzen Film da drin machen. Und dann entpuppte sich halt ein Zimmer als Schweinestall. Und dann war blieb nur das Schlafzimmer und die Küche war so typisch Berliner Studentenkram. Mhm. Also es passte alles so vorne und hinten nicht und deswegen verzögerte sich das. Okay. Ne? Also so. Und es waren halt alle Darsteller nicht nach Zeit. Ich weiß nicht, wie sein Plan war. Also die waren dann alle 10 Uhr da. Okay. Also selbst die Leute, die dann, wie er sagt, du hast die Szene erst 21 Uhr, dann ging es darum, also es war dann wirklich diese Teenies mit Schuluniform, alle wirklich granatenmäßig hübsch. Und dann hat der Lesko erst mit denen gedreht und wir saßen dann halt da rum. Und da ging mir dieser Typ hier, dieser Pornfighter schon, ja, ich werde ja mal groß rauskommen und so.
der ging mir voll auf die Eier damit die ganze Zeit. Ich habe schon Kopfschmerzen gekriegt von dem Geschwätz. Ja, du kannst sowas generell nicht ab. Du kriegst das ja, weißt du, da, ich war schon auf 2000 mit so einem Typen den ganzen Tag in der Küche eingesperrt zu werden. Ne? Ja. Na, dann jedenfalls zog ich das hin, ich dann ein bisschen essen gegangen und so weiter. Und die Szene, ich weiß nicht, ob die 21 Uhr war, die war dann ziemlich spät. Das war dann nur noch eine und das war mit zwei Frauen, diese zwei junge Mädchen halt, so mit Schuhuniform, die lespelten erst rum und dann sollten wir beiden Männer dazu stoßen. Ich kann mich da nicht mehr so ganz exakt, aber so ungefähr war die Story. Jedenfalls ich die eine, hier dieser Pornfighter, diese, die dann später Zaira Misu heißt, die ist ja auch wirklich hübsch. Na, jedenfalls, und so, jetzt kommen wir zu dem, was er da geschrieben hat und wie es wirklich war. Okay, ich fummel mit der einen so rum, er kriegte nichts geregelt mit der, wo er gerade sagt hier. Also weißt wo du? Das in der Ekstase nee, genau, so ne? glücklich er kriegt, war. Wirklich, ohne Quatsch, das ist die Wahrheit hier. Okay. Der Mike, der Kameramann, der angeblich wie Rumpelstilzchen rumgesprungen ist, hier laut Buch, der war ja dabei, der kann das auch noch bestätigen. Ja. Nee, oder jedenfalls, der kriegte nichts auf die Kette. Okay. Dann sagte der Mike, der wollte ja jetzt auch glänzen, auch vor mir, weil er den Film ja an Buaka verkaufen wollte, weißt du, so. Und dann sagt er, ja, jetzt tauschen wir die Frauen mal. Ne? So, und jetzt, so wie ich hier sitze, diese, die dann später Tara Misu, weißt du, so, also heißen sollte, dann wollte ich zu der rübergehen, das war ja halt hier auf so einem normalen Ehebett halt, die, der Film, und dann lief dann schon der Schleim aus der raus. Ne? Und ich dann, ich sage, Leute, nee, das mache ich nicht hier, die hat irgendwas. Weißt du, so, so wie ich halt bin. Ne? Oh nein. Ich sagte, die hat irgendwas. Nee, weißt du, was passiert ist? Dieser erfolgreiche... Ich weiß, was passiert ist. Der hat genau einmal reingesteckt und abgesendet. Das habe ich mir jetzt schon gedacht. Genau, ne? Das tut mir heute noch leid. Wenn sie hier den Podcast, ich weiß nicht, sie hat sich ans Privatleben zurückgezogen, die Tara Misu. Wenn sie diesen Podcast je sehen sollte, es tut mir heute noch leid, dass ich das gesagt habe, weil du kannst da nichts für, ich kann da nichts für, dieser Trottel kann was dafür. Der hat genau. Du dachtest ja erst, es wäre ja anders gewesen. Und sie war auch ganz, tut mir heute noch leid. Ja, wie ich gesagt, kann mir das vorstellen, ich war auch so total. Sie guckte dann runter, nee, ich habe nichts, sorry. Ja. Und ich sage, nee, So, und dann kam das Drama seinen Lauf, dann sagte der Mikey halt mit der Kamera hier so auf die Schulter, du Arschloch, hast da reingewichst, weißt du so, ne, zu diesen erfolgreichsten Darsteller. Ja. Ne, so, du machst mir den ganzen Film kaputt, so, bei drei hast du wieder einen Ständer und ihr tauscht die Frauen, ne. So, und dann habe ich dann mit der anderen, das Ende vom Lied war, ich habe mit beiden gemacht, weil er natürlich, ich meine jetzt, da will ich jetzt nicht Negatives sagen, ist ja logisch, wenn du jetzt gerade abgesemmelt hast, dass du dann nicht sofort wieder ein Rohr kriegst. Obwohl eigentlich, laut seines Rekorden, musste das eigentlich sein. Ne? Na, jedenfalls hat er den ganzen Tag gar nicht mehr hochgekriegt. Alles, was hier drin steht, ist, also über diese Geschichte ist von vorn bis hinten erstunken und erlogen. So, nur mal, dass er Bescheid wisst. Deswegen, der Rest des Buches kann man vergessen. Auch wenn ich jetzt. Ja, weil wie gesagt, es ist ja so dargestellt, als wären die beiden in Ekstase und als wäre das so der Höhepunkt von beiderseitiger so, Lust. Nee, auch so, und privat. Ja, anscheinend ist sie ja gar nicht, also hat sie das ja gar nicht so. Was da drin steht, hat nicht stattgefunden und ich war dabei. So einfach ist das. Also so. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass die Sachen schon sehr weit hergeholt sind, wo ich nicht dabei war, dass ich das auch nicht so recht glauben konnte. Wenn man das einmal die ne? So, das ist so. Jetzt haben wir heute haben wir einen Lester Abfall-Podcast, weißt du so. Aber das ist, ich weißt du, man kann das, weil das ist das Problem ist, auch wenn ich jetzt Werbung für ihn mache, vielleicht kauft sich das jetzt einer darauf hin und sagt, wollen wir gucken, was der Kowalski noch also so alles auch gelesen hat. Ja, natürlich, Negativwerbung ist auch Werbung. Vielleicht bringen wir ihn auch so mal auf die Landkarte der Pornografie, den erfolgreichsten. Ne? So, kann ja alles möglich sein. Ich weiß auch jetzt nicht, was er macht, weil ich habe immer mich bemüht, nicht mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, er hat auch vom Privatleben für mich. Ja, genau. So, das respektieren. Und ja, nein, das ist okay, nur es muss ja, weil die Leute lesen ja sowas und dann so erfolgreichster Darsteller und dann denken die, wir werden alle so behämmert. Ne? Und das nervt mich halt. Ja, deswegen dieser Podcast. Ne? Weil der überwiegende Teil der Darsteller, wir kommen ja noch in den ganzen Podcast, sind vernünftige, korrekte, gute Leute. Manche bisschen schräger, manche. Ne? Also wie in der normalen Gesellschaft auch gibt es alle Arten von Menschen. Bei manchen auch so, bei Frauen zum Beispiel, sagt man auch,
umsonst machen sie kein Porno, weil sie zu blöd sind, irgendwie im Supermarkt die Kartons auszupacken. Ne? Ja, habe ich manchmal auch das Gefühl. Ne? Und so, man hat halt die Bandbreite der Gesellschaft. Genau, und richtig, heute habe ich von einem erfolgreichsten Vollpfosten der Gesellschaft gesprochen. So, ja, er ist ja der erfolgreichste. Ne? Das, ihr merkt, das triggert mich. Das triggert mich. Nein, so, ich hoffe, dieser Podcast, auch wenn er ein bisschen anders war wie die anderen, also ich weiß, welcher Person diese Folge nicht gefallen hat. Ich hätte da so eine Ahnung. Ich habe mal jetzt ohne Quatsch, wo wir gerade hier so diese Reactions, ist bei Pornhub, Hub. Ne, da hatte dieser hier, der macht ja auch Influencer oder was ist der, Tanzverbot? Na, der hat so ein paar Videos. Ja. Nee, was ist denn der so? Was ja, kann man als Influencer. Ja, ja, aber er ist sehr erfolgreich. Halt. Und der hatte bei Pornhub welche hochgeladen, wo er Reactions auf Pornofilme, aus Szenen gemacht hatte. Ja, ne? Das ist so 5-6 Folgen, die hatte ich mir auch angeguckt, mega witzig. Ja, ja, genau. Ne? Also vielleicht sollten wir auch sowas mal machen. Ich hatte da mal eine von gesehen. Das ist ja nicht cool. Das ist ja nicht geil. Ja, das Blöde ist, man kann es halt nirgendwo hochladen. Nein, auf Pornhub auch. Ja, bei Pornhub. Mach mal einen Kanal. Ja. Können wir ja als Werbung sagen. Und dann sitzen wir hier. Dann machen wir hier gerade von ihm mal die Szene. Ja, lass mal machen. Wenn es überhaupt welche gibt. Nee, ich meine, sowas gibt es ja auch. Ne? Ja. Dass man dann so... Ja, nee, ich glaube, wir sollten das nicht anfangen. Dann nehmen sie ja meine Szenen auseinander. Und die sind ja wirklich für Leute, die Lester-Reactions machen, sind meine Szenen. Wir teilen aus, wir müssen nur einstecken können. Ja, ja, natürlich. Außerdem stehen wir zu unseren Machwerken. Ne? Eben, wir machen es auch über uns selber lustig. Ja, ja, eben, sonst wären wir ja nicht hier. So, Leute, ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war jetzt Nummer 6, ne? Genau, schon Nummer 6. Ja, genau, ne? Genau. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und genau, ne? Und wie gesagt, schreibt hier, ihr kennt das ja bei YouTube, Glocke und Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich, ihr könnt drunter da Fragen schreiben. Genau. Natürlich bemüht euch nicht, dass sie halbwegs FSK 16 sind, nicht, dass uns die Nummer dann sperren oder irgendwas. Ja, ne? Genau, dass wir die auch beantworten können. Genau, ne? Und dann finden sich auch genug Themen, wo wir drüber reden können. Genau. Das kommen wir auch immer so mit den folgenden Sachen, die uns wieder einfallen, oder darüber können wir auch. Ja, natürlich, mir ist jetzt eingefallen, auch wir hören ja gar nicht auf, mir ist jetzt eingefallen mit dem über Tschechien kann man ja auch, weil ich war so oft in Tschechien drehen mit verschiedenen Sachen. Oder was ich schon gesagt habe, wie sich auch die Frauen verändert haben, ja. Vom Schönheitsideal in der Branche und so. Also da gibt es total viele Themen, die wir auf jeden Fall behandeln können. Ja. Was wir auch tun werden. Und jetzt hören wir auf, sonst geht's jetzt. Okay, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Tschüss.